Moin Leute und willkommen zurück zu Python Pillow. Heute geht's weiter und zwar zeige ich euch heute nicht, wie man auf die einzelnen Pixel zugreift und auch nicht, wie man sie schreibt, sondern wie man einfache Operationen machen kann mit Pillow und so Sachen wie Croppen oder was weiß ich was. Guckt einfach zu und ja, ihr werdet ein paar sehen, die euch vielleicht nützlich vorkommen könnten. Alles klar. Denkt zum Beispiel daran, wenn ihr einen Avatar auf einer Webseite auswählen wollt oder sowas, da kommt es oftmals vor, dass wir nur einen gewissen Teil von dem Bild zulassen, weil man nicht unendlich rausscrollen kann. Das macht man mit Croppen. Zum Croppen, also zum Abschneiden in vier Richtungen, braucht man als erstes eine Cropbox. Die muss natürlich nicht Cropbox heißen, das ist einfach der Name für die Variable. Könnt sie nennen, wie ihr wollt, ihr könnt sie auch wahnsinniger Verrückter nennen oder sowas. Ja, und hier schreiben wir rein, von wo bis wo wir das Ganze zulassen wollen. Das heißt, wir sagen hier als erstes mal, wo wollen wir in X-Richtung anfangen, also wie viel wollen wir abschneiden. Schauen wir uns das Bild an. Das hier sind keine Ahnung wie viele Pixel, vielleicht 20, 50, keine Ahnung. Fangen wir also mit 50 Pixeln an, die wir überspringen. Diese schwarzen hier links werden wir jetzt auf jeden Fall überspringen. Und dann sagen wir, wie viele wir von oben überspringen wollen. Da sagen wir zum Beispiel mal 100 und dann sagen wir, wir hätten gerne die nächsten, na, keine Ahnung, 200, 300 Pixel vielleicht. Also sagen wir, wir gehen bis 250, dann kriegen wir die nächsten 200 Pixel. Also wir gehen bis Pixel 250. So, und hier sagen wir auch die nächsten 200 Pixel, also gehen wir bis Pixel 300. Und jetzt speichern wir das Ganze einfach mal in eine gecroppte Region oder in einen Teil des Bildes. Wir nennen das ganze Ding Teil. Ist gleich, das Bild heißt im.crop, ist eine Funktion, die können wir aufrufen. Und dann stecken wir hier einfach die Cropbox rein und fertig. So, jetzt müssen wir das Bild nur noch speichern, damit wir es uns angucken können. Teil.save in Python, ups. Python-abklatsch.jpg. So, führen wir das Ganze aus, dann sehen wir, dass wir hier eine Python-abklatsch haben und ich habe mich völlig vertan mit den Pixeln, weil ich vorher nicht nachgezählt habe. Die nächsten 200 Pixel sind viel zu wenig gewesen, aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen kleinen Teil von unserem Bild und ja, es sieht hübsch aus. Allerdings, ob es nützlich ist, ist was anderes. Gut. Also Python-abklatsch.jpg hat jetzt nur noch einen kleinen Teil des Bildes. Was wäre denn passiert, wenn wir statt abschneiden Drehung haben wollen? Naja, dann sagen wir hier nicht im.crop, sondern wir sagen im.transpose. So, in transpose muss eine Variable rein, beziehungsweise eine Konstante rein, und zwar Rotate. Ihr habt hier schon gesehen, was ich hier schon mal reingetan habe zum Probieren. Und zwar 90 Grad dreht das Bild nach links. Das heißt, wir müssen den Kopf nach links drehen, damit wir Python noch lesen können. Mit Rotate 270 müssen wir den Kopf nach rechts drehen, damit wir noch lesen können. Und mit Rotate 180 drehen wir es genau auf den Kopf. Das heißt, wir können es gar nicht mehr lesen. Okay, machen wir hier einfach mal die 90 rein. Und dann sagen wir wieder Teil.save und schauen uns den Python-Abklatsch an. Und ja, wir müssen den Kopf nach links drehen, damit wir das Ganze hier lesen können. Ihr seht, also es hat sich genau um 90 Grad entgegen des Uhrzeigersinns gedreht. Warum auch immer entgegen des Uhrzeigersinns. Andersrum wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, aber überlassen wir den Entwicklern ihre eigene Meinung. Gut, ihr könnt das Bild sogar mit Transpose flippen, heißt das ganze Ding, glaube ich. Also quasi einfach so, als würde das gerade umkippen. Da braucht man dann allerdings andere Konstanten, die nennen sich Flip. Flip Left Right, das heißt, ihr kopiert quasi den Inhalt, der links war, nach rechts. Sprich, das Ganze ist am Ende, glaube ich, spiegelverkehrt, wenn ich mich nicht täusche. Oder Top Bottom, dann wird quasi das, was oben ist, nach unten kopiert und umgekehrt. Allerdings ist es nicht eine Drehung, sondern wirklich was anderes. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren, es sieht anders aus. Okay. Alternativ könnt ihr natürlich auch die Rotate-Funktion benutzen, da braucht ihr Transpose gar nicht. Nennt sich einfach Rotate und ihr könnt hier hinten dran einfach die Gradzahl angeben, die ihr gerne haben würdet. Also zum Beispiel, ich hätte es gerne um 20 Grad gedreht oder ich hätte es gerne um 255 Grad gedreht, was weiß ich. Also wenn ihr ein Bild einfach nur so drehen wollt. Okay, sehr schön. Okay, gut, soviel zu den einfachen Sachen. Jetzt machen wir ein paar andere Sachen und zwar wollen wir jetzt hier erstmal noch was anderes importieren, nämlich noch fromPill import ImageEnhance. So, jetzt können wir unsere Bilder auch noch verbessern.
Okay, das bedeutet, wir wollen diese Bilder jetzt ein bisschen aufpeppen und dazu sagen wir, wir wollen erstmal den Teil hier löschen. So, wir brauchen erstmal was, was eine Variable halt enhanced gleich. So, und jetzt packen wir hier unser Image einfach rein. Image enhanced, enhanced Punkt. Und jetzt kann man zum Beispiel, hier unten steht übrigens alles, was ihr verbessern könnt. Zum Beispiel die Helligkeit, die Farben könnt ihr verbessern, den Kontrast verbessern oder die Schärfe. Ich werde jetzt einfach mal den Kontrast benutzen, da kann man am besten was sehen. Probiert euch da aber einfach durch, das funktioniert in etwa so, wie wenn ihr das Ganze in Photoshop oder sowas machen würdet, nur halt nicht ganz so, naja, einfach für den User, sage ich mal. Ihr müsst es nämlich alles selber programmieren, aber sinnvoll ist es allemal. Okay, und jetzt packen wir hier einfach unser IM rein. Und schauen uns an, wie das Ganze dann gespeichert aussieht. Allerdings müssen wir vor dem Speichern das Ganze noch ein bisschen, ja, wir müssen es überhaupt erstmal enhancen. Das haben wir nämlich hier oben noch gar nicht gemacht. Wir haben nur alles vorbereitet. Und dazu kommt erstmal das hier weg. Enhanced. Punkt. So, jetzt haben wir hier die Methode enhance. Und da kommt ein Faktor rein, wie wir hier sehen können. Faktor. Hier sagen wir einfach mal, ich hätte gerne Faktor 6. Entschuldigung. Und ja, so könnten wir das Ganze einfach mal laufen lassen und uns angucken, was da so bei passiert. Schließen wir das und machen es neu auf. Und wir sehen, dass hier der Kontrast extrem hochgegangen ist. Nämlich hier der Kontrast dazwischen, zwischen dem Weißen und dem Schwarzen. Naja, wird der Kontrast halt höher, wenn man das hier weißer macht und den Rest schwarz. Davor sah es so aus, so war es natürlich gewollt, so ist es nicht mehr gewollt. Aber der Kontrast ist auf jeden Fall hochgegangen. Also ihr habt ungefähr jetzt eine Vorstellung davon, wie man damit arbeiten kann. Wir können auch einfach hier mal was anderes benutzen. Die Farben können wir auch mal verbessern. Oder die Schärfe können wir nachher machen, wobei die Schärfe, da kann man wahrscheinlich nicht viel sehen dann dabei. Hier der Kontrast, wenn der Kontrast hochgeschraubt wird, dann sieht man, dass die Farben kräftiger werden im Vergleich zu dem hier. Da liegt wie so ein Grauschleier drüber und hier werden die Farben einfach kräftiger. Genau. Okay, so funktioniert Enhancen, so funktioniert Transposen. Nächstes Mal zeige ich euch die Filter, die es gibt. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.